der Landrat sich ankündigt, ob wir die Medien führen. Ich erwarte, dass die mit Ortenberg an der Betriebe die Lokomotive, das ist ja so von unglaublich, weil ich hatte das Schlaf, das ist in der Betatungslohn. So, wenigen Augenblicken kommt die Nummer 19 und zum ganzen Automat ziehen. So, damit sind die Vorbereitungen zum Anpfiff des Dampftreffens hier in Chemnitz-Silbersdorf gelegt. So, ich hoffe auf den anderen Lok. So, und man liest hier bitte wieder, die Lok ist 100 Jahre und hier an den Anschrift lesen Sie was ganz Tolles. Ihr habt nämlich 4 Steilstrecken-Hemmschuhe mit. Das ist was ganz Besonderes, Steilstrecken-Hemmschuhe. Denn diese Lokomotive hat eine Zulassung für Steilstrecken. Was das ist und wie die Hemmschuhe aussehen und warum die anders sind, werden wir heute bestimmt noch hier mal auf dem Drehscheiben. Vorsicht bitte, hier wird rangiert, Vorsicht bitte! Die Lokomotive, die jetzt hier rausfährt, Vorsicht, die fährt Richtung Stellwerk, 35, 10, 97, fährt Richtung Stellwerk und dann Richtung Museumsbahnsteig zu den Führerstandsmitfahren. Wer dann schon anstellen möchte, der könnte es schon tun. Mit der Einführung der EDV-Nummer noch passieren. Das aus der Baureihe 2335.
Mal und dann verlaufen wir jeden Mal mit dem Motiv. Es gibt eine Sache, die meine Kamera den Verband. Handschuhen. Hast du noch nicht gesehen, doch? Ich auch nicht. Ja, heute der Fußball, da macht er bei der Schleifenübung einen Putzarbeit. Thank you.
So, jetzt bin ich gespannt, wie es einen weitergehenden Rangier. Nee, das ist Hauptbahnhof nochmal hier vorbeizukommen und dann Reinsdorf 15 vom Hauptbahnhof. Unternehmen rund um das Thema Eisenbahn. Die Anweisungen des Aufsichtspersonals und Links wünschen Ihnen einen angenehmen und einheitlichen Aufenthalt. Und seine Fototasche, die man auch an den Gürtel machen kann, vermisst, der kann sich hier bei mir an der Bank locken. So, jetzt Vorsicht bitte, der zweite Zugteil bewegt sich Richtung Stellwerk. Vorsicht bitte! Und dann, wenn die beiden Teile vereint sind, geht es zügig zum Museumsbahnsteig. Die Scheibe ist nicht freigegeben für Fotografen. Vorsicht hier am Stellwerk. Dann wird die hier vorkommen und wenn die hier vorne ist, wird die 95er zum Wasserkran fahren. Thank you.
Aufsicht von Erwachsenen belegen. Die Anweisungen des Lokaufsichtspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bedenken Sie bitte, dass Sie sich auf einer Lokomotivenausstellung befinden. Dadurch können sich jederzeit Verschmutzungen an Körper und Kleidung ergeben. Trotz aller Säuberungsarbeiten ist der